hier von networknews.de. Wir sind immer noch auf der GPU Technology Conference in San Jose, also der Nvidia Show, die wir gerade im Moment besuchen, und haben gerade Giada zum ersten Mal wieder gesehen seit der CES 2010 im Januar in Las Vegas. Und Giada waren die ersten gewesen, die damals ein Serial V, ein SW 2300 in Nettop gepackt haben. Und wir sehen hier das komplette Nettop-Portfolio. Wir haben auch hier einige Mini-ITX-Mainboards aufgebaut. Übrigens zum ersten Mal, dass ich die neue Generation, die zweite Generation von Iron im Mini-ITX-Formfaktor sehe oder auf dem Mini-ITX-Formfaktor-Board. Das rennt auf dem D515 Intel Atom. Hier haben wir ein D525 mit 1,8 GHz. Und das ist das neue Nettop von Giada. Das nennt sich Giada N20. Läuft mit dem Intel Atom D515, 1,66 GHz, 2 GB RAM, 320 GB Harddisk. Betriebssystem konnte es noch nicht zu sagen, hat aber auch die zweite Generation vom Nvidia Iron eingebaut. Wir schauen uns mal ganz kurz das ganze Gerät an. Es ist sehr, sehr leicht und wirklich ein schickes Design, was mir so ein bisschen ans Acer Aspire Revo erinnert, aber trotzdem noch ein bisschen dünner. Hinten haben wir eine ganze Menge Anschlüsse, einmal ein HDMI-Ausgang, dann ein SPDIF-Ausgang, also digitalen Audio-Ausgang, USB 2.0, zwei verschiedene, und nicht zwei verschiedene, sondern einfach zwei. Ein Anschluss für euer Netzwerkkabel, VGA-Ausgang und Anschluss für die PSU. Hier unten, dieser Stand ist übrigens aus Aluminium gefertigt, das ist alles sehr, sehr robust, gefällt mir unheimlich gut. Hier haben wir einen Anschluss für den Kensington Keylock. Ich weiß nicht, ob hier vorne vielleicht sogar ein Infrarotempfänger drin ist. Auf jeden Fall haben wir hier den Ein- und Ausschalter. Und hier ganz oben haben wir noch so ein paar, einmal ein 4-in-1-Card-Reader, dann eSATA-Anschluss und entsprechend die Eingänge fürs Mikrofon und fürs Headset. Schönes Gerät, wie gesagt, sieht gut aus, extrem leicht, soll sehr günstig sein, zwischen $299 und $399, je nachdem wahrscheinlich, welche Ausstattung ihr bekommt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass mit dem D525 angeboten wird und je nachdem, welche Windows-Version ihr da nutzen wollt. Ja, schönes Portfolio, was Giada jetzt zeigt. Ich bin Sascha von netbooknews.de auf dem GTC 2010 in San Jose. Danke fürs Zusehen.